Eines Morgens bekam ich eine Nachricht mit einem Link zu einem Artikel. Zu sehen waren Verbrecherfotos von Sarma und Shane. In der New York Post. Es war grotesk. Er sah aus wie das Klischee eines Sträflings mit schwarz-weiß gestreifter Kleidung und allem drum und dran. Und daneben Sarma. Ich war erschüttert. Als ich gehört habe, was für eine Irrfahrt sie hinter sich hatte und dass sie aufgeflogen ist, weil sie sich in der Provinz Pizza bestellt hatte, da habe ich mir erst mal Popcorn geholt. Los, ich will mehr Infos. Ich war gerade bei der Arbeit, als ich die ersten Nachrichten bekam, dass sie festgenommen worden war. Wir haben gehört, dass sie erwischt wurde und wussten, jetzt gab es kein Zurück mehr. Als ich gehört habe, dass die Bundesbehörden involviert waren, wusste ich, dass es um richtig viel Geld gehen musste. Ich hätte nie gedacht, dass Sarma mal in einem Motel verhaftet werden würde, während sie eine Pizza isst. Komplett irre.